Fangen wir mit einem kleinen Rückblick an. Im Jahr 2000 beschließt Deutschland den Ausbau von erneuerbaren Energien, wie Solarkraft, Biomasse und Windenergie, stark zu fördern. Gesetzliche Grundlage ist das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG. Damit war Deutschland eines der ersten Länder, die die Energiewende beschlossen. Europa und die Welt beobachteten diesen Alleingang interessiert und skeptisch. Durch die Förderung der Erneuerbaren konnten auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Klimaschutz wirtschaftlich profitieren, indem sie eigenständig in Windräder und Solarpaneele investieren und sich somit an der Energiewende beteiligen. Zwischen 2000 und 2017 wuchs der erneuerbaren Anteil im Stromsektor von 6% auf 36% an. Heute arbeiten in Deutschland ca. 330.000 Menschen in diesem Sektor. In Zukunft werden wir noch mehr Strom brauchen, zum Beispiel für Wärmepumpen oder Elektroautos. Ökostrom ist das Gebot der Stunde, denn Strom aus fossilen Brennstoffen ruiniert Klima und Gesundheit und Atomstrom hat ein zu großes Risikopotenzial. Die Stromversorgung mit Wind und Sonne unterliegt natürlichen Schwankungen. Klar, mal bläst der Wind, mal ist Flaute. An sonnigen Tagen gibt es viel Solarstrom, an wolkigen weniger. Für ein Industrieland wie Deutschland ist die Versorgungssicherheit immens wichtig. Was also tun? Der Stromhandel mit dem Ausland und die automatische Anpassung des Verbrauchs sind kostengünstige Flexibilitätsoptionen. Für diese Flexibilität ist es hilfreich, dass Deutschland europaweit vernetzt ist. Steuerbare Kraftwerke, die man hochfahren oder drosseln kann, geben zusätzlichen Spielraum. In der Zukunft werden neue Speicher nötig sein. Strom kann in Batterien, Pumpspeicherwerken und durch die Umwandlung in Wasserstoff gespeichert werden. Noch ist das zwar teuer, doch in Zukunft wird es günstiger, dank des technologischen Fortschritts. Europa bietet für diese Herausforderungen die Lösung, denn Europa ist bereits gut vernetzt über den Binnenmarkt und Stromautobahnen. Aus deutscher Perspektive ist der Stromhandel mit Nachbarstaaten gut für die Versorgungssicherheit. Und die Stromanbieter freuen sich, weil sie Überschussstrom exportieren können. Doch für Polen beispielsweise ist der überschüssige Strom aus Deutschland eher ein Störfaktor. Denn es muss auf seine eigene Netzstabilität achten. Und wenn billiger Strom aus Deutschland ihre Netze flutet, verdienen polnische Energieversorger weniger. Deutschland und die anderen EU-Mitgliedstaaten müssen ihre nationalen Energieinteressen anerkennen. Diese sind in Europa unterschiedlich. Polen setzt bisher auf Kohle, Frankreich auf Atom. Da ist Diplomatie gefragt. Gerade jetzt, wo die EU über ihre Energie- und klimapolitischen Ziele für 2030 berät. In der nächsten Phase der Energiewende muss Deutschland besser auf die Interessen unserer europäischen Nachbarn eingehen und darlegen, welche Chance eine europäische Energiewende für die gesamteuropäische Wirtschaft, Gesundheit und Gesellschaft aller Europäerinnen und Europäer bedeutet. Auch aus deutscher Perspektive muss man sich eingestehen, dass die eigenen Energie- und Klimaziele nur im europäischen Verbund erreichbar sind. Auf Ökostromaustausch sind letztlich alle europäischen Länder angewiesen. Steigende Anforderungen, zum Beispiel an Luftreinhaltung und gemeinsame Klimaziele in der EU, verpflichten alle Mitgliedstaaten. Zudem entscheidet sich auch die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Industrien daran, wie ernst es die Politik mit Energiewende und Klimaschutz nimmt. Der Weltmarkt für klimaschonende Produkte und Prozesse ist riesig und wächst stetig. Regionale Kooperation und Bürgerenergieprojekte zwischen den europäischen Nachbarn können hier den Weg freimachen für 100% Erneuerbare. Davon hätten alle Europäerinnen und Europäer etwas. Weitere Infos zum Stand und Herausforderungen der europäischen Energiewende findet ihr in unserem Energieatlas.